Gute Laune am Böllenfalltor, gleich mal den ersten Punkt unterm neuen Trainer eingefahren und vor allem ein verloren geglaubtes Spiel in den letzten 9 Minuten gedreht. Michael Stegmeier besorgte in Halle den Anschlusstreffer, Preston Zimmermann den Ausgleich kurz vor Schluss. Ein kleines Erfolgserlebnis, das einiges an Selbstbewusstsein mit sich bringen dürfte. Ja, es hat natürlich sehr, sehr viel gebracht, psychologisch für die Mannschaft, dass wir zurückgekämpft haben in den letzten 10 Minuten und noch 2 Tore geschossen gegen so eine starke defensive Mannschaft wie Halle. Und das musste schon was bringen für die nächsten Spiele. Der Punkt ist Gold wert, vor allem eben auch für die Moral. Ja, ich meine, die letzten 10 Minuten haben wir uns aufgebäumt. Die Einwechslungen haben eingeschlagen und ich denke, das hat auch nochmal geholfen, da neuen Schwung zu bringen. Ist auch ganz wichtig, dass da alle mitarbeiten und ich denke, wir haben nachher das Glück auch erzwungen. Derzeit dürfte jedes noch so kleine Erfolgserlebnis den abstiegsbedrohten Tabellen-18. Weiterbringen. Schließlich warten die Darmstädter seit 6 Spielen auf einen Sieg. Mit dem neuen Trainer Jürgen Seeberger kam nun auch noch Co-Trainer Sascha Franz, zusätzlich zu Tuncay Nadaroglu. Das neue Trainerteam arbeitet sich zügig ein. Die Mannschaft fühlt sich gestärkt. Ich denke, Tuncay hat ein großes Aufgabengebiet. Ich meine, hier in Darmstadt ist wirklich auf wenigen Schultern unheimlich viel Arbeit verteilt. Das ist gut so auch, wir haben kurze Wege und ich denke, dass wir auch ein gutes Team sind und ich denke, dass er da reinpasst. Ich kenne ihn schon länger und von dem her gesehen freue ich mich, dass er da ist. Sieht man auch im Training, dass es zur Sache geht und dass jeder ja, sich besser fühlt oder zumindest, dass er weiß, er hat eine neue Chance und dass wir alle von Null anfangen, ist manchmal sehr gut, vor allem in so einer Phase, wo wir unten stehen. Dass man wieder rauskommen und man braucht sowas. Das ist einfach so. Nun wartet auf Jürgen Seeberger seine Darmstädter Heimpremiere und das gegen sein ehemaliges Team, die zweite des VfB Stuttgart. Der Tabellensechste mit doppelt so vielen Punkten wie die Lilien und auswärts bislang ungeschlagen in dieser Drittligasaison. Die Darmstädter hingegen brennen auf ihren zweiten Heimsieg am Böllenfalltor. Ich freue mich natürlich zunächst mal zu Hause vom eigenen Publikum. Dann ist so, dass mich die Tabelle im Moment nicht so wahnsinnig interessiert, weil ich denke, die Aussagekraft ist zwar auf der einen Seite schon ein bisschen da nach ein paar Spieltagen, aber ich denke, ich habe hier neu angefangen. Mir geht es mehr um Inhalte, mir geht es um die Ideen, dass die Mannschaft die aufnimmt, verwirklicht und dass sie einfach insgesamt überzeugter und mehr an sich glaubt, überzeugter auftritt und einfach mehr noch in die Situation kommt, dass sie agiert und nicht reagiert. Und ich denke, wenn wir das schaffen, dann haben wir auch gute Chancen, egal gegen wen. Ja, es ist ein Heimspiel und vor allem erstmal wollen wir jedes Spiel gewinnen. Man kann nie in irgendein Spiel gehen und sagen, ja, wir wollen unentschieden spielen oder wir spielen gegen starke Gegner, dann werden wir nur verlieren, ein Tor oder so, das geht gar nicht. Und wir müssen so schnell wie möglich rauskommen und vor allem, wenn man zu Hause ist, muss man sehr, sehr rauskommen, Brust raus und selbstbewusst spielen. Mit breiter Brust dank des Last-Minute-Teilerfolgs aus Halle. Und vielleicht trifft ja Retter Preston Zimmermann auch wieder in letzter Sekunde.